Genau. Es ist Pfingsten Ist bitte Christoph. und es gibt eine coole Bibelstelle, die kennt ihr wahrscheinlich alle, aus Joel 3, Vers 1. Und nach diesem will ich meinen Geist ausgießen über alles Fleisch. Y hoy es Pentecostés, como todos saben, y hay una palabra súper chévere en Joel. ¿Joel vas? Und Joel. was das Coole ist, alles Fleisch bedeutet auch auf mich, okay? Okay, un ratito. Tobi, ¿wo steht das nochmal? Joel, ¿wo? Joel 3, Vers 1. 3:1 que dice: En el tiempo, en esos acontecimientos, dice el Señor, cuando yo restaure la prosperidad de Judá y de Jerusalén, reuniré a los ejércitos del mundo en el valle. Creo que no es. 3:1. Ja. Okay, wir suchen es mal, weil es auf Spanisch irgendwo anders steht. Ist wahrscheinlich hier. Ja, im 2 Vers 27 kann auch sein, im Spanischen vielleicht. Das kann gut sein. Einen Moment, wir suchen es un ratito. Okay, pero habla que el Señor va a derramar su espíritu sobre Acá. toda carne. 2:28. 2:28. Entonces, después de hacer todas esas cosas, derramaré mi espíritu sobre toda la gente. Sus hijos e hijas profetizarán, sus ancianos tendrán sueños y sus jóvenes tendrán visiones. Ja, deshalb greif mal deinen Nachbarn an den Arm und guck, ob da Fleisch ist. Así que agárrale el brazo a tu vecino y fíjate si tiene carnecita por ahí. Si estás Und solo, agárrate a ti mismo. Fíjate si tienes carnecita. wenn da Fleisch ist, dann kommt der Heilige Geist auch auf den. Y si hay carne ahí, el Espíritu Santo también se va a derramar sobre eso. Vielleicht geht es ja auch wie mir. Durch Corona habe ich noch mehr Fleisch, besonders im Bauch bekommen. Y no sé si te pasa lo mismo, pero por el corona yo tengo más carne todavía, sobre todo en la barriga. Dann will der Heilige Geist noch mehr kommen auf dich. Así que el Espíritu Santo se va a derramar aún más sobre ti. Und das Coole ist, alles Fleisch bedeutet auch auf mich, okay? Y significa que toda carne significa me incluye a mí. Bei mir war das immer so ein Lebensgefühl, ich dachte, der Heilige Geist kommt immer auf alle anderen, nur nicht auf mich, okay? Yo siempre pensaba, el Espíritu Santo se derrama sobre todos menos sobre mí. Ich wusste alles über den Heiligen Geist, wie der ihm begegnet, wie der ihm begegnet, nur ich selber hatte es nicht erlebt, okay? Yo sabía todo sobre el Espíritu Santo, como él se lo experimentaba, como el otro lo experimentaba, pero yo nunca lo había experimentado personalmente. Und wir hatten dann manchmal Gebetsabend, Gottesdienst und dann kam der Heilige Geist und manche haben angefangen zu lachen, manche zu laufen. Y a veces tenemos cultos o noches de oración y venía el Espíritu Santo, algunos comenzaban a reírse, otros a correr. Und mein Gefühl war, oh nein, ich will weg, ich finde es schrecklich, ich begegne der Heilige Geist nicht. Am liebsten wäre ich rausgegangen, um ehrlich zu sein. Y mi sensación era, y mis sentimientos era, ay, no, ayuda, auxilio, me quiero ir de acá, ya no quiero estar aquí, y sinceramente, si hubiera podido, me hubiera salido de la reunión. Aber vielleicht geht es dir auch ähnlich, aber ich kann dir sagen, hey, das Wort Gottes sagt auf alles Fleisch und deshalb kommt er auf alles Fleisch. Y quizás te pasa lo mismo, pero te puedo decir algo, en la Biblia dice que se derrama sobre toda carne, así que eso es así, es toda carne. Das heißt, wenn du Jesus in deinem Leben hast und er dich von aller Sünde frei gemacht hast, bist du qualifiziert, dass der Heilige Geist auf dich kommt. Eso significa que el Señor te ha salvado, y tú eres persona, tú estás calificado para que el Señor se derrame sobre ti. Und ich hab den Ring schon mitgebracht. In dem Video war das auch schon kurz. Y trajo un paraguas, como también ya lo mostré en el video. Genau, das sind Blumen drauf und der ist so ein bisschen rosa. Also das ist von Maria, ist nicht von mir. Tiene un poquito de florcitas, un poco rosado. Tengo que decir que es de María, no es mío. Ja, wenn man verheiratet ist, passieren einige Dinge. Wir haben auch rosa Kissen, das wollte ich nie haben, aber dann hat man nicht mehr viel zu sagen als Mann. Cuando uno está casado, pasan las cosas que uno ya no tiene mucho control sobre eso. También tenemos almohadas rosadas, que yo nunca quise eso, pero cuando uno está casado como hombre ya no tiene mucha elección. Y Genau, und dieser Regenschirm, ese paraguas. der ist manchmal bei uns auf unserem Leben, okay? A veces está como sobre nuestra vida. Und das heißt, der Heilige Geist will auf alles Fleisch kommen, aber er will auf mich kommen, an ihm liegt es nicht, aber ich habe so einen Regenschirm und deshalb kommt der Heilige Geist nicht auf mich.
Pero a veces nosotros te hemos puesto como ese paraguas y el Espíritu Santo se derrama. Y como tengo puesto ese paraguas, el Espíritu Santo se derrama, pero no me puede tocar a mí. Und wir wollen einfach mal so ein paar Sachen durchgehen, was dieser Regenschirm sein könnte, okay? Y vamos a repasar un poquito, nombrar algunas cosas que podría ser ese paraguas. Und alle Punkte, über die wir jetzt sprechen, da war ich ein Spezialist drin. Also ich hatte einige Regenschirme, um ehrlich zu sein. Y todos esos paraguas sobre los cuales vamos a hablar, yo los tenía. Tengo que decir que era un especialista y no tenía solo un paraguas, sino yo tenía varios. So, ich bin christlich aufgewachsen, leider nicht in der TOS, sondern in einer anderen Gemeinde, die sehr gesetzlich war. Yo crecí en una familia cristiana, lamentablemente no en nuestra iglesia ahora en Alemania en TOS, sino en otra iglesia que era muy tradicional y todo era como leyes y cumplir las reglas nomás. Deshalb, es ging nie um mein Herz, sondern immer nur alles nach außen richtig zu machen und gut zu machen. No se trataba de mi corazón, sino de hacer todas las cosas bien hacia afuera y hacerlas correctamente. Und eine Sache ist, wenn man so lebt, ist, dass man immer unter Verdammnis lebt. Y cuando uno vive así, significa que tú siempre vives bajo condenación. Das heißt, der Heilige Geist will kommen und ich habe immer gesagt, nee, Heiliger Geist, ich bin nicht würdig, auf mich kannst du nicht kommen. Y eso significa que el Espíritu Santo quería venir, pero yo siempre pensaba, Espíritu Santo, a mí no me puedes tocar porque yo no soy digno, no soy perfecto y por eso tú no te vas a poder derramar sobre mí. Das heißt, der Heilige Geist war da und hat gesagt, oh, Tobi, ich will dir eigentlich begegnen, aber ich habe ihn eigentlich weggestoßen und gar nicht machen lassen. Y eso significa que el Espíritu Santo en verdad me quería tocar, pero yo lo empujaba con eso lo que yo decía y pensaba y no le dejaba que me toque. Und ich glaube, das ist eine der Sachen, die den Heiligen Geist am meisten verletzt, wenn er will kommen. Und er sagt, hey, du musst nicht perfekt sein, okay? Der Heilige Geist ist für die Unperfekten gekommen. Er ist auch für die gekommen, die schwach sind, obwohl noch nicht alles gut ist. Y creo que es una de las cosas que más le hieren al Espíritu Santo, porque él no necesita que seas perfecto. Él vino para las personas imperfectas y también vino para derramarse sobre las personas que quizás son débiles en algunas cosas, porque él quiere llenarse, quiere llenarte con su poder sin que seas perfecto. Und ich möchte echt sagen, hey, das ist ein Lügen vom Teufel und er will dir sagen, Gott kann dir nicht begegnen, du bist nicht gut genug, aber es ist nicht die Wahrheit. Y les quiero decir, eso son mentiras del diablo, porque el diablo siempre nos quiere decir que tú no eres suficientemente bueno para que el Dios te pueda, se pueda encontrar contigo. Pero eso es una mentira, porque el Señor siempre se quiere encontrar con nosotros. Das heißt, das erste war echt Verdammnis in meinem Leben. Eso significa que lo primero era condenación en mi vida. Das zweite, was der Gute zu passt, ist Leistung. Y lo segundo es de que siempre querer ser el mejor. Anstrengung. De esforzarme. Und bei mir sah das immer so aus, wenn der Heilige Geist gekommen ist, dann habe ich auch versucht, mich irgendwie zu ihm durchzuringen, okay? Y cuando venía el Espíritu Santo, prácticamente quería pelear para llegar a él. Yo sentía que tenía que hacer algo para poder llegar a él. Wahrscheinlich muss ich meine Arme noch höher heben, okay? Seguramente que tengo que extender mis manos más altos todavía para que él se pueda derramar sobre mí. Oder meine Augen noch mehr zuklemmen. O cerrar más fuerte mis ojos. Oder mich noch mehr auf den Boden legen, okay? O echarme más bajo en el piso todavía, o con la cara más pegada al piso. Also ich übertreibe ein bisschen, aber so Gedanken waren wirklich da auch bei mir, okay? Y quizás lo exagero un poquito, pero parte de esos pensamientos habían en mí. Aber hey, der Heilige Geist ist ein Geschenk, okay? Er will nicht, dass ich mich irgendwo hinringe. Hey, Gott gibt den Heiligen Geist als Geschenk. Y el Espíritu Santo es un regalo. Dios no quiere que yo me esfuerce para recibir el Espíritu Santo, sino el Espíritu Santo es un regalo. Okay, das heißt, Verdammnis, Leistung. Und das dritte war bei mir, dass ich ganz viele Vorstellungen hatte. Lo primero era condenación, lo segundo era por mi esfuerzo y el tercer punto era que yo tenía muchas pensamientos, imaginaciones, cómo tenía que ser el Espíritu Santo. Ich bin jemand, ich denke sehr viel und ich habe mir immer ausgemalt, wie der Heilige Geist kommt, okay? Yo soy una persona que piensa mucho y sinceramente siempre ilustraba mis pensamientos cómo tenía que venir el Espíritu Santo.
Also wenn mir hier rechts eine Träne runterläuft, dann ist der Heilige Geist da. Si se me derrama una lágrima por el ojo derecho, entonces ahí sí está el Espíritu Santo. Oder ich muss jetzt künstlich versuchen zu lachen, damit was, dass der Heilige Geist kommt, okay? Y que yo tenía que esforzarme y artificialmente tenía que reírme para que el Espíritu Santo pueda venir. Oder auch irgendwie so Vorstellungen, so und so muss der Heilige Geist kommen, anders funktioniert das gar nicht, okay? O imaginaciones así y así tiene que venir el Espíritu Santo porque de otra manera no funciona. Das ist dieser eine Gottesdienst und der eine besonders gesalbte Prediger betet für mich und dann kommt der Heilige Geist. Solo puede ser en ese culto específico y un predicador muy específico, muy ungido, tiene que orar por mí y ahí recién va a poder llegar el Espíritu Santo. Vielleicht durch das, was ich von jemandem gehört habe, oder vielleicht habe ich den Heiligen Geist auch schon erlebt und deshalb denke ich genau so, nicht anders. Quizás es por algo que escuché de otra persona o quizás experimenté de cierta forma el Espíritu Santo y pensé que, o pienso que solo de esa manera puede venir el Espíritu Santo y no de otra. Und dann ist es wie wenn ich einen Heiligen Geist in so eine ganz kleine Box stecke, okay? Y es como si yo metería al Espíritu Santo en una caja chiquitita. Aber der Heilige Geist ist ein Wind, der weht, wie er will. Er kann auch ganz anders kommen, okay? Pero el Espíritu Santo es como un viento que sopla como quiere. Puede venir de una manera que nunca te esperas. Und genau, eine andere Sache noch ist, das vierte ist Kontrolle, okay? Y el cuarto punto es control. Mir war es auch immer extrem peinlich, wenn Leute angefangen sind loszulaufen oder einfach zu lachen, okay? Me parecía siempre super vergonzoso que la gente se ponga a reír o que se pongan a correr. Und wenn ich eine Sache überhaupt nicht mochte, dann irgendwie sein Gesicht zu verlieren oder irgendwas das Peinliches zu machen, okay? Y una cosa que nunca me gustó es que pierdas tu dignidad y que hagas algo que sea super rochoso. Also ich konnte auch nicht vor Leuten reden oder jetzt irgendwie tanzen, was andere gesehen haben, weil ich kann nicht so gut tanzen, das war mir brutal peinlich, okay? Que la verdad, por ejemplo, nunca podía bailar porque no soy buen bailarín, entonces nunca bailaba para no avergonzarme. Also ist auch bis heute so, also wenn ich meine Freunde zum Lachen bringen will, dann fange ich an zu tanzen, okay? Es hasta el día de hoy, así, si yo quiero hacerles reír a mis amigos, me pongo a bailar. Aber das war eine Kontrolle, die mich wie gefangen gehalten hat, okay? Pero era un control que me tenía preso. Der Heilige Geist will kommen, aber ich lasse es auch nicht zu. El Espíritu Santo quiere venir, pero no lo dejo. Aber, hey, da kann ich dir von meinem Zeugnis erzählen. Es war 2007 in Sucre, in Bolivien. Pero les puedo dar parte de mi testimonio. Fue en 2007 en Sucre. Da hat Jobs gepredigt bei einer Convention, also bei einigen Gottesdiensten an einem Wochenende. Había una convención ahí y el pastor Jobs predicó. Weiß ich noch, da war Aaron auch da und ein paar andere. Ahí también estaba Aaron y un par más. Und irgendwie hat mir das gut getan. Und mir hat es gut getan, auch in Bolivien zu sein, weil in Deutschland sind viele sehr kontrolliert und es war da entspannter. Die Atmosphäre war freier, okay? Y me ayudó un montón estar en Bolivia, porque en Alemania como que todo es más controlado, y allá estaba más relajado y yo me pude relajar. Und auf jeden Fall lädt Jobs den Heiligen Geist ein. Y ahí el Pastor Jobs invitó al Espíritu Santo. Und auf einmal muss ich anfangen zu lachen. Y de la nada tuve que comenzar a reírme. Und wir haben die Tür aufgerissen und sind rausgerannt und haben uns auf der Wiese gekugelt vor Lachen. Y tú... Abrimos la puerta, corrimos hacia afuera, nos tiramos al pasto y estábamos dando vueltas en el pasto riéndonos. Und das war für mich wirklich wie wenn da so ich gefangen war und Gott da wie eine Kette zerbricht und ich einfach mal lachen konnte und es genießen konnte beim Heiligen Geist anzukommen, okay? Y fue como si hubiera estado preso antes y en ese momento el Señor rompió como cadenas sobre mí. Y simplemente podía disfrutar de reírme y estar en la presencia del Espíritu Santo. Und das waren so mit die größten Sachen in meinem Leben, die Gott verändert hat. Also durch diese Verdammnis, diese Leistung, die Vorstellung und die Kontrolle, okay? Y fueron esos puntos donde el Señor realmente me tocó, que fue de ese pensamiento de no ser digno, de tener que esforzarme,
de tener las imaginaciones concretas, cómo tiene que venir el Espíritu Santo y también el control. Es gibt noch zwei Dinge, die aber auch sehr wichtig sind. Pero hay dos cosas más que también son muy importantes. Das eine ist die kleinen Sünden, okay? Uno son los pecados pequeños. Jobst hat ja neulich auch in einem Leitermeeting einen Input drüber gemacht, dass Gott sehr sensibel ist und der Heilige Geist auf kleine Dinge empfindlich auch reagiert, okay? Hace poco el pastor Jobst habló sobre eso también otra vez en una reunión de líderes, que el Espíritu Santo es muy sensible también cuando se trata de cosas pequeñas. Und ich kann dir ganz live erzählen, ich hatte das letzte Woche erlebt. Y les puedo contar un ejemplo más reciente que me pasó la semana pasada. So, wir haben bei uns auch Kinderräume und wir sind natürlich auch als Mitarbeiter verantwortlich, dass die sauber sind, schön eingerichtet sind und die Kinder sich wohlfühlen. Nosotros tenemos salones para los cultos de niños y nosotros como colaboradores de los cultos de niños también somos responsables que estén bonitos, que estén ordenados y que los niños se sientan cómodos. Und irgendwann ruft mich die Caro an, genau, also die Mama von Marie und Aaron und sagt, Schwester, hey, Schwester. Hey, Schwester, pardon, sorry, genau, Schwester. Und sagt, hey, Tobi, guck mal, es ist manchmal ein bisschen schludrig und nicht so sauber. Y la semana pasada me llamó Ann Caroline, que justo la tuvimos la semana pasada, y me dijo, la verdad, Tobi, a veces dejan los salones no muy ordenados y no muy limpios. Und meine erste Reaktion war, ich dachte, chill, es ist ja doch ordentlich, so schlimm ist es doch nicht, okay? Y mi primera reacción era, oye, relájate, tan grave no está. Und hab mich dann ein bisschen geärgert und es ist so 2-3 Tage gegangen. Y me molesté un poquito y eso pasó por 2-3 días que me quedé con esa molestia. Und wir hatten dann ein Meeting mit den Mitarbeitern und was wir gemerkt haben, dass die letzten Wochen die Kinder überhaupt nicht bei uns in unserer Gruppe im Heiligen Geist begegnet sind. Y después tuvimos una reunión con los colaboradores de los cultos de niños y nos dimos cuenta que en los últimos cultos los niños no se encontraban con el Espíritu Santo. Und in dem Moment habe ich auf einmal wie eine Offenbarung vom Heiligen Geist gehabt und gemerkt, wow, hey, wenn wir so schludrig mit dem Raum umgegangen sind, hat es dem Heiligen Geist nicht gefallen. Und auf einmal musste ich anfangen zu weinen über eigentlich eine Kleinigkeit, müsste man meinen, aber hey, die hat den Heiligen Geist total betrübt, gell? Y cuando hablamos, el Señor como que me reveló y me di cuenta que como nosotros no estábamos apreciando y tratando con desprecio, ¿verdad?, los salones donde lo estábamos dejando desordenado, hemos herido al Espíritu Santo, lo hemos ofendido con esa indiferencia y por eso Él no podía venir. Y la verdad que vino tan fuerte la presencia del Señor que tenía que llorar sobre eso, aunque fue una cosa pequeña, pero me di cuenta que con eso habíamos ofendido al Espíritu Santo de descuidar ese salón. Und hey, und das hat der Heilige Geist gemacht. Also ich habe noch nie drüber geweint, dass ein Raum nicht ordentlich ist, aber hey, den Heiligen Geist hat es verletzt. Und deshalb, wir haben uns gebeugt und angefangen, Dinge wieder sauber zu machen, richtig zu putzen und ordentlich zu sein, okay? Y eso hizo el Espíritu Santo, porque sinceramente yo antes nunca había llorado por un cuarto desordenado. Pero el Espíritu Santo nos tocó, ahí me tocó, y comenzamos a ordenar y limpiar de vuelta los salones y dejarlos como deben de estar. Deshalb, ey, der Heilige Geist ist sensibel und das Schlimmste, was uns passieren kann, ist, dass der Heilige Geist sich zurückzieht, weil da kleine Sünden sind. Y el Espíritu Santo es sensible y una de las cosas peores que nos pueden pasar es que el Espíritu Santo se retire porque hay pequeños pecados. Das kann sein, dass der Herr dich gebeten hat, was zu machen und du schiebst auf die lange Bank. Puede ser que el Señor te diga, te dijo que hagas algo y tú lo empujas para hacerlo después. Das kann sein, dass du immer mal wieder, dass da unreine Gedanken sind, Perversion da ist und du das so ein bisschen mit dir selber ausmachst und denkst, passt ja schon. Puede ser que hay pensamientos impuros, que hay perversión en tu vida y tú dices, ah, bueno, lo arreglo conmigo mismo, no pasa nada. Oder es kann auch sein, der Herr hat dir wirklich eine Berufung gegeben, vielleicht ähnlich wie mir, einen Dienst und du machst mal, das war mal am Anfang gut und das ist gut gemacht und irgendwann ist es so ein bisschen schludrig geworden, ne? O puede ser que el Señor te dio un llamado, como a mí, por ejemplo, y te confió un ministerio, y quizás al comienzo lo hiciste bien, y después dejaste que entre un desorden, o ya no lo tomaste tan en serio, y no, en cierta indiferencia a ese ministerio, a ese llamado que el Señor te dio. Y manchmal merkt man das nicht, aber
wir machen dann damit einen Schirm wieder auf, der eigentlich mal zu war, und der Heilige Geist kann nicht mehr durchkommen. Okay. Y quizás nosotros ni nos damos cuenta, pero con esas cosas abrimos esos paraguas y lo abrimos sobre nosotros y el Espíritu Santo ya no nos puede tocar. Genau, und der allerletzte Punkt, der ist unsere Zeit. El último punto es nuestro tiempo. Der Teufel wird immer unsere Zeit kämpfen mit dem Heiligen Geist. El diablo siempre va a pelear que no tengamos tiempo con el Espíritu Santo. Instagram versucht deine Zeit zu bekommen, Netflix versucht deine Zeit zu bekommen, alles Mögliche versucht deine Zeit zu bekommen. Instagram intenta detener tu tiempo, Netflix intenta detener tu tiempo, TikTok intenta detener tu tiempo, todas las cosas, muchas cosas intentan de quitarte tu tiempo. Und vieles davon ist normal, ist keine Frage, aber hey, schaffst es der Teufel, unsere Zeit vom Heiligen Geist zu nehmen? Y muchas de las cosas no son graves, son normales, pero el diablo logra de sacarnos tiempo con eso, con el Espíritu Santo. Weil das ist das Wichtigste, hey, eine Freundschaft, die ist basiert auf Zeit. Wenn ich mit meiner Frau Zeit verbringe, dann ist da Liebe, dann ist da Kommunikation, da ist da Gespräch. Und das ist das Wichtigste. Der Teufel wird darum kämpfen. Deshalb lasst uns auf unsere Zeit im Heiligen Geist achten. Y el tiempo es una de las cosas más importantes. Y el diablo siempre va a pelear eso. Y es una de las cosas más esenciales para una amistad. Por ejemplo, mi tiempo con mi esposa es muy importante. Cuando pasamos tiempo juntos, tenemos comunicación, podemos hablar, podemos pasar tiempo bueno juntos, hay amor, todo eso. Pero es importante tener tiempo. Yes. Und ich habe dir jetzt mal 6 Punkte genannt und ich glaube, vielleicht hat ein oder 2 Punkte zu dir gesprochen und wir werden nachher auch nochmal die Möglichkeit haben, wirklich diesen Regenschirm richtig abzulegen, okay? Y te di 6 puntos y quizás te tocaron algunos de esos puntos, 1, 2 o más. Vamos a tener un momento en un ratito donde vamos a poder cerrar y sacar esos paraguas. Aber ich möchte euch doch mal heiß machen mit ein paar Zeugnissen, wie cool es ist, wenn der Heilige Geist in deinem Leben ist, okay? Pero les quiero contar y compartir antes de hacer esa oración un par de testimonios super chéveres, qué es lo que puede hacer el Espíritu Santo en tu vida. Das eine ist natürlich Ketten zerbrechen und da ist Freude in deinem Leben, keine Frage. Obviamente que el Señor puede quebrantar y quebrar cadenas en tu vida y puede venir y alegría. Aber der Heilige Geist will auf dich kommen, damit er dich gebrauchen kann, okay? Pero el Espíritu Santo quiere derramarse sobre ti para que te pueda usar. So, ihr wisst es vielleicht, ein Auto, das hat immer ein Lenkrad, oder? Creo que todos ustedes saben que un carro normalmente tiene un timón, ¿no es cierto? Wisst ihr alle, keine Frage. Und es gibt manche Lenkräder, die haben keinen Assistent, da muss man richtig mit dem Lenkrad zur Seite, links und rechts, und braucht richtig Muskeln, okay? Y hay algunos timones que no tienen esa ayuda, no sé cómo se llama, que te hace súper difícil de manejarlo y tienes que poner, de girarlo y necesitas mucha fuerza para poder hacerlo. Ok, ¿kennt ihr das? ¿Die Älteren vielleicht? ¿Lo conocen quizás los mayores? Also mein Bruder, die haben 2 Autos und ein Auto ist so, wenn man da um die Kurve will, dann muss man alle Kraft nehmen, okay? Mi hermano tiene un carro así que cuando quieres dar la vuelta tienes que usar toda tu fuerza para poder girar el timón. Und dann gibt's neue Autos, die haben so Assistenten, da geht's ganz einfach, da kann man mit den kleinen Fingern das Lenkrad bewegen, okay? Y hay unos carros nuevos que tienen como un asistente, una ayuda, que hasta con el dedo chico le puedes dar vuelta al timón y puedes voltear y hacer una curva. Und wenn der Heilige Geist auf uns kommt, dann ist es wie so ein Assistent. Er will uns gebrauchen in unserem Leben, damit es nicht alles schwer ist, wo wir ihn dienen möchten, sondern dass es leicht wird, okay? El Espíritu Santo quiere ser ese asistente para que no todo sea tan difícil, sino que sea fácil de vivir con él. Deshalb, wenn der Heilige Geist kommt, dann gibt es Geistesgaben, Sprachengebet, Gabe des Glaubens, Gabe der Heilung. Ihr kennt die Geistesgaben wahrscheinlich. Y cuando viene el Espíritu Santo, quiere venir con los dones del Espíritu, que es hablar en lenguas, fe, sanidad. Und eine Sache, wo ich, ihr kennt vielleicht einen Frank Pfeiffer, der hat die Gabe der Wunder und ich hänge mich da immer ran und sage, das will ich auch, okay? Y no sé si ustedes conocen a Pastor Frank, pero él tiene un don de sanidad y yo digo eso, yo también lo quiero. O de milagros, perdón.
Und ich habe auch schon ein paar Kobunde erlebt. Ich würde mal kurz zwei, drei erzählen, okay, noch am Schluss. Y también he experimentado alguno de esos milagros porque la verdad me agarré y dije, esa unción yo también la quiero tener, esa unción de milagros como lo tiene él, así que les voy a contar unos testimonios de eso. Okay, also einmal war ich Autofahrer und irgendwann auf einmal geht das Auto nicht mehr, der Motor ist aus. Una vez estuve manejando con mi carro y de la nada se apagó el carro y el motor dejó de funcionar. Ich versuche das Zündschloss zu drehen, Schlüssel, geht nichts, tot. Intento de encender el carro, no se puede, está muerto. Und als erstes habe ich mich aufgeregt. Primero me molesté. Aber dann dachte ich, hey, vielleicht will Gott die Situation gebrauchen. Pero ahí dije, quizás el Espíritu Santo quiere usar esta situación. Und dann kam der Abschleppdienst. Ich saß vorne bei dem Abschleppdienst, das Auto war hinten. Después vino la grúa, se llevó el carro y yo estaba sentado adelante en la grúa con el señor que vino a sacar y a recoger mi carro. Und da saß ein älterer Mann mit so einem großen Bauch und hat gesagt, boah, ich habe brutal Rückenprobleme, ich habe einen Hexenschuss, ganz, ganz heftig. Y ese señor que vino de la grúa era medio viejito, era gordito y dijo, ay, me duele horrible la espalda. Okay, und er konnte kaum laufen, wir sind ausgestiegen, der konnte kaum laufen, das war echt heftig. Y casi no podía moverse y casi no podía caminar por ese dolor de espalda. Nos salimos del carro y la verdad casi no podía caminar. Es so gelaufen und irgendwann habe ich ihn gefragt, hey, kann ich für dich beten? Ich glaube, dass Gott Wunder tut. Y caminaba así como lo hizo recién Toby y ahí le dije, ¿puedo orar por ti? Yo sé que Dios hace milagros. Und der hatte mit Gott überhaupt nichts am Hut und ich habe einfach ganz kurz für ihn gebetet, Jesus, du tust Wunder, bitte heile ihn. Y ese señor no sabía nada de Dios y no tenía nada que ver con Dios, pero hizo una oración súper corta. Le dije, Jesús, yo te doy gracias que tú haces milagros y declaro tu sanidad sobre ese señor. Und der hatte nichts erwartet, der ist einfach ein paar Schritte gelaufen, dachte, egal, ich bin vorbei, deshalb laufe ich los. Y ese señor no se esperaba nada, comenzó a caminar porque no había esperado que pase algo. Und irgendwann dreht er sich plötzlich um. Y de la nada se voltea. Und sagt, was hast du gemacht? Y me dijo, ¿qué hiciste? Und hat keine Schmerzen mehr und läuft ganz normal und fragt sich, was ist passiert? Se habían ido todos los dolores, comenzó a caminar normal y no entendía lo que había pasado. Und Jesus hat ihn komplett geheilt, okay? Jesús lo sanó por completo. Richtig cool. Ich habe noch eine andere Geschichte. Ich habe früher auch in Tübingen direkt gewohnt. Y eso fue tremendo. Y tengo un testimonio más que darles. Antes vivía en la ciudad misma de Tübingen, donde está la iglesia. Und als wir heimkamen vom Gebetsamt, stand da ein Mann aus Afrika. Y cuando regresamos de la noche de oración, había un señor ahí parado en medio de la noche. Era un señor de África. Und der Heilige Geist sagt zu mir, Tobi, wenn du ihn einlädst heute zu euch nach Hause, wird er sich bekehren. Y el Espíritu Santo me dijo, Toby, si tú invitas a ese hombre a tu casa ahora en la noche, él se va a convertir. Und er hatte nicht so viel zu tun, ist zu uns hoch in die WG, wir haben zusammen gegessen. Y ese señor no tenía mucho que hacer, subió a nuestro departamento, comimos con él. Und wir haben über Jesus gesprochen, ich habe Zeugnis gegeben, wir haben das Evangelium ihm erklärt. Hablamos sobre Jesús, le testimonio, le hemos explicado el Evangelio. Und auf einmal läuft ihm hier eine Träne runter und er ist so berührt, weil auf einmal so die Gegenwart Gottes in der Küche war. Y la nada comienza a lagrimear y comienza a llorar porque vino tan fuerte la presencia del Señor a esa cocina. Und an dem Abend hat er sein Leben Jesus gegeben, okay? Y en esa noche él entregó su vida a Jesús. Und es ist powerful, hey, mein Geist zu leben heißt Wunder zu erleben, es macht Spaß, da wird die Kraft Gottes sichtbar, okay, durch uns. Y eso es super poderoso, porque vivir con el Espíritu Santo es tremendo, porque el poder del Señor se revela en nuestra vida. Okay, noch eine letzte Geschichte, könnt ihr noch? ¿Todavía pueden? ¿Un último testimonio? Sehr gut, okay, also... Nach dem Gottesdienst gibt es bei uns auch immer Gebet und ich bin manchmal auch dann im Gebet, im Ministry für Leute, okay? Después de nuestro culto, en Alemania siempre hay oración y yo a veces estoy en el equipo y oro por personas. Und an dem Tag ging es mir nicht so gut. Ich habe gedacht, komm, ich gehe nach Hause nach dem Gottesdienst direkt, ich bin müde. Und der Heilige Geist sagt zu mir, Tobi, nee, ich möchte, dass du ins Gebet gehst, okay? Da wartet jemand auf dich.
Y estuve súper cansado en ese día, no me sentía muy bien y decía, voy a irme a la casa después de del culto y el Espíritu Santo me dijo, no, Toby, yo quiero que tú vayas a orar porque hay alguien que te está esperando ahí. Und da war wirklich im Gebet ein junger Mann, 22, mit einer ganz schwierigen Vergangenheit. Hatte sein ganzes Leben eigentlich nie Freunde, war immer alleine, hat viel Mist erlebt, viel Ablehnung, wurde gemobbt in der Schule. Y ahí había un señor joven que tenía 22 años y ese hombre nunca tuvo amigos, siempre fue rechazado, siempre le hacían bullying en el colegio y tuvo una infancia muy difícil. Und er war wirklich richtig aufgelöst und fängt an zu weinen und hat wirklich richtig einen Schmerz gehabt, okay? Dem ging es echt nicht gut. Y realmente ese chico estaba destrozado, ya no podía más, estuvo llorando ahí porque sinceramente no se sentía para nada bien. Und an dem Nachmittag konnten wir einfach genauso zusammen das Übergabegebet sprechen. Er hat gemerkt, wie auf einmal die Kraft Gottes in sein Leben gekommen ist. Y en esa tarde nosotros pudimos orar juntos y vino la presencia del Señor, entregó su vida al Señor y experimentó ese amor de Dios. Und vor 3 Wochen war dann Glaubensaufbauwochenende. Das heißt, wenn Leute frisch am Glauben kommen, dann kommen die auf dieses Wochenende, wo 3 Tage lang sie wirklich Gott erleben können. Y hace 3 semanas tuvimos como un retiro, que son como 3 días donde esas personas que recién entregaron su vida a Jesús pueden experimentar el poder de Dios. Und am Sonntagvormittag ging es um den Heiligen Geist, okay? Y el domingo en la mañana se trató del Espíritu Santo. Und wir haben was ganz viel geredet und gesprochen und irgendwann kam auch Guido mit dazu und dann haben wir einfach einen Heiligen Geist eingeladen. Y hemos hablado un montón y hemos explicado. Y en un momento vino el pastor Guido e invitamos al Espíritu Santo. Und als wir so einen Heiligen Geist einladen, auf einmal, der hat nie gelacht, ich habe den fast nie grinsen gesehen, wirklich. Sein Gesicht war immer traurig, wie geht's? Ganz gut. Y cuando invitamos al Espíritu Santo, yo, para decir eso antes, nunca vi reír o sonreír a ese chico. Normalmente siempre tenía la cara larga y la boca hacia abajo, como medio molesto, medio triste y así. Und auf einmal kam der Heilige Geist und er war auf dem Sofa und hat nicht mehr aufgehört zu lachen, okay? Y vino el Espíritu Santo, él estuvo sentado en ese sofá y no paraba de reírse. Und ich habe dann nur kurz gebetet, auch dass er das Sprachengebet empfängt und auf einmal macht er seinen Mund auf und fängt an, in Sprachen zu beten, okay? Y ahí oré rapidito nomás para que también reciba el hablar en lenguas y la nada abre su boca y comienza a hablar en lenguas también. Also ich habe ihm nicht erklärt, wie das geht. Er hat auch bei mir davor jetzt nicht Sprachengebet gehört, aber der Heilige Geist kam einfach aus dem Nichts und hat ihm das Sprachengebet gegeben, okay? No le había explicado antes cómo funciona lo de orar en lenguas. Yo no oré mucho en lenguas antes, pero simplemente el Espíritu Santo vino con ese hablar de lenguas y lo tocó. Und das sind die Momente, wo ich merke, das macht Spaß. Ich liebe es, Urlaub zu haben. Ich liebe es, coole Sachen mit Freunden zu unternehmen, aber das Allerbeste ist, hey, wenn die Kraft des Heiligen Geistes kommt und Gott mich gebraucht, okay? Y esas cosas realmente las disfruto. Yo amo ir de vacaciones, me gusta relajarme, pero yo lo que más amo es cuando viene el Espíritu Santo y me usa. Und wenn ich hier in die Runde schaue, berührt mich das zu sehen, wie wertvoll und wie cool jeder von euch ist. Ich sehe wirklich, ich hatte auch vorhin den Eindruck, dass wirklich jeder einzelne von euch wie ein kostbarer Juwel ist in Gottes Augen, okay? Y la verdad, mirándolos a ustedes aquí, me parece tan precioso cada uno de ustedes. Y cuando me estuve preparando, el Señor me dijo que cada uno de ustedes es una joya preciosa. Und ich glaube wirklich, hey, der Heilige Geist will heute kommen, diesen Regenschirm, dass wir den weglegen und will die Geistesgaben über dir freisetzen, okay? Y yo sé que el Espíritu Santo quiere venir hoy día y quiere desatar los dones del Espíritu Santo. Und das Coole ist bei den Geistesgaben, es sind Gaben, es sind Geschenke. Weißt du, eine Frucht, die muss wachsen, okay? Das kann sein, das ist ein Zeitraum. Aber die Geistesgaben, hey, die will der Heilige Geist dir heute geben. Das ist kein Prozess, sondern der Heilige Geist will es dir direkt geben, okay? Y los dones del Espíritu Santo, el Señor te los quiere regalar. Un fruto del Espíritu, un fruto en general, tiene que crecer, pero un don el Señor te lo regala. Y eso no necesita un proceso, eso no necesita crecer, sino el Señor te lo quiere dar hoy. Das heißt, ich glaube, manche werden halt Sprachengebet empfangen. Manche werden die Gabe des Glaubens
der Heilung, der Weissagung empfangen. Ganz unterschiedlich. Keine Ahnung, wie das ist, aber der Heilige Geist will das machen. Er kommt auf alles Fleisch, okay? Yo sé que algunos de ustedes van a recibir el hablar en lenguas, los otros el don de la fe, los otros el don de profetizar, de recibir diferentes dones. No sé qué don el Señor te quiere dar hoy, pero yo sé que el Señor va a derramar sus dones en esta tarde. Weil, weißt du, der Vorhang ist zerrissen aus dem Tempel. Er ist nicht mehr im Tempel, an einem Ort von Gottesdienst, sondern er ist direkt bei dir. Er ist aus dem Tempel raus, der Heilige Geist, und er kommt in dein Leben und will dich gebrauchen. Porque sabes, el velo está roto. Eso significa que el Espíritu Santo ya no está solo en el templo, sino salió del templo, está contigo, está donde tú estás ahora. Und genau, ich würde sagen, wir beten einfach. Vielleicht gibt es manche Punkte, die, wir, die diese Regenschirme sind, die wir Gott abgeben wollen. Vielleicht ist es, dass du neues Feuer brauchst, dass du dich in deinen Geistesgaben ausstreckst. Aber vielleicht können wir so zusammen beten. Sí, que creo que vamos a orar ahora. Y quizás tú tienes que dejar tus paraguas, quizás tú tienes que extenderte y decir, Señor, necesito nuevo fuego o quiero recibir ese don del Espíritu, así que creo que vamos a orar juntos. Ja. Und vielleicht, ich sage nochmal ganz kurz, vielleicht ist es Verdammnis, es ist Leistung, Vorstellungen, Kontrolle, kleine Sünden. Wir können es Gott heute geben. Quizás son ese pensamiento que no eres digno, de que te tienes que forzar, tus imaginaciones, cómo tiene que ser el Espíritu Santo, tu control, las pequeñas zorras, los pequeños pecados, o también nuestro tiempo, nuestra falta de tiempo. Creo que hoy se lo podemos entregar al Señor. Okay. Yes. Un momento, Toby. Chicos, antes de que Toby ore, yo les invito a que cierren sus ojos, porque yo creo que es un tiempo muy especial el que el Espíritu Santo nos quiere hablar. Quizás estabas medio distraído hasta ahora, pero yo creo que el Espíritu Santo realmente te quiere hablar, así que te invito a que cierres tus ojos, que no se distraigan, sino que realmente reciban lo que Toby va a orar ahora. Super. Jetzt. Ja, bin fertig. Willst du beten? Ja, gerne. Yes. Heiliger Geist, und ich lade dich ein. Espíritu Santo, yo te invito. Und ich danke dir wirklich, dass du gerade speziell auf die kommst. Y yo te doy gracias, que justo estás tocando aquellos. Die bisher geglaubt haben, du kommst auf alle möglichen Leute, nur nicht auf mich. Que hasta ahora pensaron que tú tocas a todos menos a ellos. Und ich glaube, manche hatten da richtig eine Not und es hat dir wirklich was ausgemacht. Es hat dich wirklich beschäftigt und verletzt auch. Y yo creo que algunos de ustedes realmente tenían una urgencia que el Señor y el Espíritu Santo los toque, donde realmente eso hasta te hizo sentir mal, que te hirió, que tú pensabas que el Espíritu Santo no te puede tocar a ti. Aber Gott, ich danke dir, dass du sie nicht vergessen hast und dass du jetzt kommst mit deiner Liebe und deiner Kraft in ihr Leben. Pero Señor, yo te doy gracias que tú no te olvidaste de ellos, sino que tú estás viniendo ahora mismo con tu poder y con tu unción, Espíritu Santo. Hey Geist, ich danke, dass wir heute diesen Regenschirm ablegen können. Gracias que hoy te podemos entregar ese paraguas. Diesen Regenschirm der Leistung. Ese paraguas de tener que lograr algo. Diesen Regenschirm der Kontrolle. El paraguas del control. Kann genauso alle kleinen Sünden, alles was dich wie ausgeschlossen hat, ich danke, dass wir sie dir bringen können. Pero también todos los pequeños pecados, todo donde te hemos sacado, Señor. Und Heiliger Geist, ich danke dir, dass du wie am Pfingsten mit deinem Feuer auf jeden Einzelnen kommst, ganz persönlich. Espíritu Santo, te doy gracias que como en Pentecostés, tú vas a venir ahora con tu fuego sobre cada uno. Heiliger Geist, ich danke, dass du jetzt kommst, Herr, an jedem ganz persönlich dienst. Te gracias, Espíritu Santo, que tú vienes ahora mismo y que tú tocas a cada uno. Danke, Heiliger Geist. Ja. Danke, Heiliger Geist. Gracias, Espíritu Santo.